bis am nächsten in der Nacht gelernt, war die Erde von wirklich ganz sehr ähnlich. Die Knospen entstand etwa zur selben Zeit, aus derselben kosmischen Materie. Doch irgendetwas veränderte sie in den bösen Zwillingen unseres Heimatplaneten. Wenn man durch ihre dichte Atmosphäre blicken könnte, würde man sehen, dass etwa 90% der Venusoberfläche von erkalteter Die dicke, giftige Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Und der atmosphärische Druck ist etwa 90 Mal so hoch wie auf der Erde. Das ist so, als wäre man 1000 Meter unter der Venusoberfläche. Dazu beträgt die Temperatur auf der Venus fast 500 Grad Celsius. Das ist gewaltig. Heiß genug, um Blei zum Schmelzen zu bringen. Wenn ein Mensch den Bedingungen auf der Venusoberfläche ausgesetzt wäre, würde er sofort gebraten und zerquetscht. Die Ursache für die höllischen Bedingungen auf der Venus könnte ein extremer Treibhauseffekt für eure Einwanderung sein. Was geschah mit dem Ozean der Venus, sollte es je welche gegeben haben? Nun, die Sonne wurde langsam immer heller, wodurch die Ozeane stärker verdunsteten und der Dampf der alten Atmosphäre anstieg. Wasserdampf ist ein Treibhausgas, also stieg die Temperatur noch weiter an. Dadurch kam es wieder mehr Verdampf, mehr Treibhausgas. Eine Kettenreaktion, durch die schließlich alle Ozeane der Venus völlig verdampften. Spuren dieser Ozeane könnten sich über der Wolkendecke der Venus finden. Von Proben aus der Atmosphäre der Venus wissen wir, dass sie eine hohe Konzentration von sogenanntem schweren Wasserstoff aufweist. Der Großteil des Wasserstoffs beflüchtigte sich ins All. Und diese schwere Form nahm ins Deuterium in übrig. Als eine ökologische Katastrophe das flüssige Oberflächenwasser der Venus verdampfte, gab es Lebewesen, die ausschlagen. Der Treibhaustheorie zufolge trocknete die Oberfläche der Venus über Millionen von Jahren völlig aus. Doch nicht alle sind dies geworden. Manche Wissenschaftler vermuten, dass das Wasser der Venus nicht allmählich verschwand, sondern an nur einem einzigen verhängnisvollen Tag. Von allen Katastrophen, die das Sonnensystem einsuchten, ist das vielleicht größte Rätsel, was bei Venus zusteht. Ein Planet, einst so warm und erdähnlich, dass er Leben hätte hervorbringen können. Jahrzehntelang gingen Wissenschaftler davon aus, dass der Treibhauseffekt außer Kontrolle geriet und die Durchschnittstemperatur langsam auf 480 Grad Celsius steigen ließ. Doch unsere nächsten Nachbarn könnte ein ganz anderes Schicksal getroffen haben. Eine Möglichkeit, warum die Venus plötzlich ihr Wasser verloren haben könnte, ist ein gewaltiger Einschlag. Dabei wäre ein Großteil der äußeren Hülle abgesperrt worden. Das hätte eine riesige Menge an Energie und Hitze freigesetzt, wodurch flüchtige Stoffe wie Wasser, Ammoniak oder Methan ins All verdampft wären. Zurückgeblieben wäre ein sehr trockener Planet aus Materialien mit einer viel höheren Verdampfungstemperatur. Die Verfechter der Theorie behaupten, die Kollision sei so heftig gewesen, dass sie die Rotationsachse des Planeten veränderte. Die Venus rotiert genau andersherum als die anderen. Wir wissen nicht genau weshalb, doch eine Theorie besagt, dass sie in der Frühzeit des Sonnensystems von einem riesigen Objekt getroffen wurde, das entweder den gesamten Planeten umdrehte oder zumindest seine Rotationsrichtung umdrehte. Das Schicksal der Venus zeigt uns, dass gemäßigte Umweltbedingungen wie auf der Erde nicht selbstverständlich sind. Das zeigt auch die Nummer 2 auf unserer Liste der planetarischen Katastrophen, und zwar vor Verpaarung.
Musst du viel